it's the Freedom Force, the action strategy game from Irrational Games, the makers of such classics like System Shock 2, and in the future, the BioShock series. Freedom Force represents the look and feel of the old superhero comics from the glorious 60s, where the villains were communist Russians like Nuclear Winter, and the heroes American patriots like the Minuteman. I don't know what will come from all of this, but I must use these new powers to help my country fight her enemies within and without. Those Reds might have killed Frank Stiles, but they're about to meet a Minuteman! Oh, hallo Leute! Wie ihr im Intro zu diesem Video vielleicht bemerkt habt, mir hat das Setting und der Stil von Freedom Force sehr gut gefallen. Die Grafik kommt selbst heute noch richtig atmosphärisch rüber, weil sie den Comic-Stil jener Zeit so gut wiedergibt. Denn Freedom Force ist eine sehr liebevolle Hommage an die Superhelden-Comics der 60er Jahre. Wobei es nicht nur den Stil der Hefte repliziert, sondern auch den der Cartoon-Serien jener Zeit. In Sachen Gameplay handelt es sich um ein Echtzeit-Strategiespiel mit pausierbaren Kämpfen, in denen wir eine eigene Party aus Superhelden steuern. Dank der Pausenfunktion kann man in aller Ruhe die nächsten Aktionen für seine Gruppe auswählen und dann in Echtzeit beobachten, wie sie sich im Kampf schlagen. Besonders gut bei Freedom Force haben mir die Einspieler für die jeweiligen Helden gefallen, die man in seine Party aufnehmen kann. Jeder bekommt nämlich sein eigenes Einführungsvideo, das seine Origin-Story erzählt. Super stylisch und super atmosphärisch. Dabei immer mit einem leichten Augenzwinkern, da es sich nicht um lizenzierte Helden handelt, sondern um extra für das Spiel erdachte Figuren. Da sie aber natürlich auf bekannten Archetypen beruhen, macht es sehr viel Spaß, sich die Videos anzugucken und mit ihren offensichtlichen Vorbildern zu vergleichen. Help! What's happening to me? So much pain! What's wrong with me? Can feel the energy growing again. Must see Tom. He'll know what to do. Later. Your body has been infused with some kind of mysterious power I've never come across. An energy X, if you will. Yeah, whatever, Poindexter. Get rid of it. It's not that simple, Ted. We're dealing with a force beyond our comprehension. However, I do have some good news. I designed this prototype suit to allow crippled people to walk. However, its molecular structure is such that I believe it would contain the massive energy until we can find a cure. How long do you want me to wear that tin can? We've got the finest minds in the world here, Ted. In a few months, I'm sure... A few months? You're out of your oversized mind, little brother. There's no way in heck I'm gonna... What is it? Energy. Surge. Tom. Tom. Oh my God, what have I done? My brother only wanted to help me, and my vanity has taken his life. I will devote my life to finding a way to cure myself. Until that day, the world shall only know me as the Man-Bot. Neben diesen tollen Einspielern gefällt mir vor allem der im Spiel vorkommende Erzähler, der immer wieder den Rahmen für die jeweiligen Missionen setzt. Spiele sollten ohnehin viel öfter davon Gebrauch machen und einen Erzähler in ihr Spiel einbauen. Eine einfachere und effektivere Art, das Spielgeschehen und die Geschichte sinnvoll einzuordnen, gibt es einfach nicht. Vor allem, wenn es so gelungen umgesetzt wird wie hier. And so our perplexing pair arrive at the secret hideout of Sukov, the Soviet spy. And while Minuteman can't help but wonder what fate awaits him in the structure's concrete crevasses, he cannot help but wonder about the strange fellow beside him. Is he a newfound friend or fiendish foe? Aber nochmal zu den Kämpfen. Sie werden mit unserer bis zu vierköpfigen Superheldengruppe in überschaubaren 3D-Levels ausgefochten. Diese machen erfreulicherweise regen Gebrauch von Höhenstufen. So können unsere Helden zum Beispiel über Häuserdächer laufen und springen. Und Helden mit der entsprechenden Fähigkeit können sogar fliegen. Zudem sind die Level auch noch interaktiv. Das heißt, viele Objekte sind zerstörbar oder können als Waffe eingesetzt werden. Indem starke Helden Laternenpfähle rausrupfen
oder Autos hochheben, um sie zu werfen. Sehr cool. Da man am Anfang des Spiels noch allein bzw. bald zu zweit unterwegs ist, passiert noch nicht so viel und man rennt lediglich von einem Schurken zum nächsten und vermöbelt ihn mit den Standardangriffen. Aber spätestens, wenn der dritte Held, El Diablo, zur Freedom Force dazustößt, wird es langsam actionreicher und so auch unterhaltsamer. Nicht nur, dass El Diablo fliegen kann, er hat auch einen coolen Feuerstrahl im Gepäck und einen tollen Akzent. Time for a little baked Alaska. Who? What? You can call me El Diablo. And you, Paquita, call me El Guapo. Nach und nach können wir durch gewonnene Erfahrungspunkte unsere Helden in ihren Fähigkeiten verbessern, so dass neue Aktionen möglich werden. Verpackt ist das Ganze in eine interessante Geschichte um die Substanz Energie X, die unseren Helden und Bösewichten im Spiel überhaupt erst ihre Fähigkeiten verliehen hat. Böse Außerirdische wollen die Menschheit dadurch dazu bringen, sich selbst zu vernichten. Der ursprüngliche Plan hatte nämlich vorgesehen, nur böse Menschen mit der Substanz auszustatten. Doch ein Spion mit dem Namen Mentor will diesen Plan verhindern, klaute kurzerhand die Substanz und floh Richtung Erde. Auf der Flucht wurde aber sein Raumschiff abgeschossen und Energie X verteilte sich über den kompletten Erdball. Wenn man über den etwas langsamen Einstieg hinweggespielt hat und einem das Szenario gefällt, dann kann man Freedom Force heute noch mit demselben Genuss wie damals spielen, finde ich. Die Bösewichte stehen dem Design ihrer heldenhaften Pendants in Sachen Stil im Übrigen in nichts nach. So jagen wir in den ersten Missionen dem Schurken Nuclear Winter hinterher, der, wie der Name schon sagt, ein frostiger Geselle ist und ein einfach wunderbares Musikthema besitzt. Ich kann's nur sagen, Leute, spielt Freedom Force. Es macht wirklich eine Menge Spaß. So sehr, dass ich schon richtig Bock auf den Nachfolger habe. Freedom Force vs. the Third Reich. Thanks for the assist, but what's the name of this team of yours? You can call us Freedom Force. Freedom Force? Yes, Freedom Force. What say you all? Are we a team? For freedom! For freedom!